Grüß euch Leute, Tauto wieder hier und willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Wundert euch jetzt nicht wegen den letzten, dass es einfach jetzt hier wieder eine neue Aufnahmesession anfängt, aber die Mission hier, die ist verdammt schwer. Wir müssen hier hinten in diese Burg oder der Tempel genannt einbrechen. Ihr seht schon, ich habe ein neues Schwert, das ist ein Katana und ich habe auch so etwas mehr Ausrüstung mehr erfahren müssen, bessere, dass ich halt jetzt, bis auf die Pistole ist jetzt alles auf 5 Diamanten. Ich hoffe, das reicht jetzt, weil die ist echt verdammt schwer, die Mission. Und ich werde euch jetzt dann einfach nach der Sequenz einfach nur den einen Versuch reinschneiden, der wirklich funktioniert hat, weil das, ich will euch das nicht antun, dass ihr wirklich da mir 3-4 Folgen beim Failen zuseht, seht, wie ich mich mehr und mehr ärgere. Ich versuche es wirklich schön bedacht vorzugehen, dass es beim ersten Mal knapp. Ich habe auch dort oben ist ein Aussichtspunkt, den habe ich schon jetzt einmal geholt und die Alarmglocken, glaube ich, die resetten wieder bei der Mission, aber ich lasse mich mal überraschen und ich habe mich endlich mal wieder komplett ausgerüstet mit allen. Also von daher kann schon mal nichts schief gehen. Ich habe alles voll, von daher gehen wir jetzt mal die Mission an. Wir sollten uns trennen. Ich bin nicht sicher. So werden wir nicht gemeinsam erwischt. Ich schätze, du hast recht. Wir treffen uns drinnen. Wenn du ihn erledigen kannst, dann tu es. Germain hat sich ein hübsches Fort gebaut. Keine Schwachstelle zu sehen. So. Es ist einfach so schwer da reinzukommen. Ihr seht schon mal alleine, wie viele Schützen das hier sind. Ich versuch's mal hier. Versuchen wir es mal hier. Hier dürfte mich der. Natürlich sieht er mich. Anhalten! Ja, du! Kann ich dich hier erziehen? Ja, komm, das wird wohl gehen, oder? Ja, also. Wenigstens das geht, okay. Die scheinen gerade beide weg, sind ausgezeichnet. Den drei will ich nicht in die Hände laufen. So. Jetzt mal ganz kurz abwarten, bis der wieder zurückkommt. Dann ihm am besten einen ins hier reinziehen. So. Jetzt müsste ich eigentlich ungestört hier hochkommen. So, und jetzt entledige ich mich mal des Schützen da unten. Ah, da ist er. Der muss mir so dermaßen auf die Eier geht.
So. Ich glaube, ich habe Alarm geschlagen, kann das sein? Nee. Noch Glück gehabt. So. Das war wichtig. Das war jetzt ein wichtiges Attentat auf die. Am besten schleiche mich jetzt ein bisschen ran an die. Da kommt jetzt eine Patrouille, oder? Nee, doch nicht. Hm. Nein, 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 lass sie fallen, lass sie fallen. Machst du die Felge? Warum? Ich will den Rassel rein. Boah, Alter, hier sind viele. Alter Schwede, hier sind hier viele. Wirklich. Er ist vermutlich da unten, um mit seiner Vergangenheit in Verbindung zu treten oder sowas Albernes. Total übergeschnappt. De Molay ist doch nicht mal da unten begraben, oder? Wie gesagt, total übergeschnappt. Der hat vorhin da durchgeschaut, das habe ich gesehen. Verfolgen wir ihn mal, vielleicht können wir ihn dann... Die Patrouillen hier, die gehen mir noch. Die stören mir ein bisschen. Warum gehst du nicht rüber? Hm. Ich riskier's. So. Mein Risiko hat sich belohnt gemacht. Und wir haben erfahren, dass Charmeux sich anscheinend irgendwo in den Katakomben aufhält. Auch interessant. Ich dachte, der wäre eigentlich oben. Oder vielleicht will das Spiel von uns, dass wir nach oben klettern, damit wir erfahren, dass er wirklich in den Katakomben ist. Ich weiß es nicht. Das kann ich ja mal probieren. Schauen, ob die irgendwas noch dabei haben. Boah, die Alarmglocken soll ich auch noch sabotieren. Seid ihr wahnsinnig? Alter Schwede. Hm. Gehen wir mal rüber. Boah, sind da Wachen. Ah, warum ist er? Er ist doch oben. Sag jetzt bitte nicht, du kommst hier nicht weit. Nee, oder? Ach, nee. Oh, fuck. Ich muss mich unten durchkämpfen. Na komm, runter mit dir. Hm.
Jetzt wäre ein perfekter Zeitpunkt, um einzusteigen. Ich hab was gefunden. Was in Gottes Namen ist das? Eine Locke des Königs. Widerlich. Das ging jetzt noch mal gut aus. Verdammt, irgendwas Interessantes noch dabei. Muss ich ehrlich sagen, das läuft irgendwie zu gut gerade. Drei Wachen. Spotten. Okay, die stehen gerade beieinander. Jetzt trennen sie sich. Ich nehme den mit der Laterne. Zur Sicherheit draußen auch die Schützen. Man weiß ja nie bei denen. Ja, das ist schon mal. Außerdem also, haben wir so unsere Zielperson. Wenn man jetzt die Wachen vertrauen kann, dem Gespräch, dann dürfte er entweder. Ah, hier geht's nicht weiter, okay. Entweder ist das jetzt nur eine Falle für uns, oder er ist wirklich da oben. Oder wir müssen erst danach in die Katakomben. Das wäre noch auch so ein Worst Case. So, es wird spannend. Oh, da geht's nochmal hoch. So, sieht er uns? Ja. Er hat das Schwert. Was verdammt war das? Der verlorene Assassine kehrt also zurück. Damit rechnete ich schon, seit Latouche keine Steuereinnahmen mehr sendet. Hallo! Wow! Wie? Was zum... Was? Okay, die ganzen Wachen sind weg, das ist schon mal ganz gut. Oder auch nicht. Wow. Nein, er hat die Alarmglocke geläutet. Ich krieg ein Haus. Nein! Ah, und ich hatte ihn schon! Oh, mal schauen, wo der Speicherpunkt ist. Okay, ich starte jetzt nicht neu, ich mache hier einfach weiter. Ich muss mich aber trotzdem vorsichtig weiter bewegen, weil die ganzen Wachen anscheinend doch noch da sind. Und so wie es aussieht, sind auch noch die alten Wachen resettet. Perfekt. Nicht. Stehen bleiben!
Kommst du jetzt raus, oder was? Teufel noch eins. Tomlé! Das hatte ich auch damit. So. Mal schauen, wahrscheinlich hat es jetzt auch gespeichert, dass ich meine Sachen irgendwie verbraucht habe. Ja. Ah, na, nur die eine, okay. Kurz die Gegend abchecken. Ich springe am besten hier runter. Okay, hier kann ich nicht runterspringen. Das ist auch so nicht so toll. So, bleib stehen! Hier bist du ja! Okay. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Ah, komm, gehst bitte raus. Hey du, bleib einen Moment stehen. Ah, da oben wieder. Luft dagegen, Revolutionär. Das muss sowieso so dermaßen eskalieren. Halt den Bastard auf! Jetzt jemand von euch Medizin für mich, das wäre sehr nett. Optional auch Betäubungsbomben. Also es scheint jetzt wirklich in die Katakomben zu gehen, weil das so drüben schaut mir so nach dem Katakombenabgang aus. Na, du lebst noch. Okay, da oben ist noch ein Turm mit Schützen. Derer entledigen wir uns doch mal. Verdammter Verräter! Das einmal gleich die Waffe wegstecken muss, auch obwohl ein Gegner der Gegner ist. In der Nähe ist so. Verstehe ich zwar das nicht. So, mal schauen, was du noch hast. Ich sollte mich fast um die beiden hier kümmern. Wer hat mich jetzt gesehen? Hä? Wie hast du mich jetzt gesehen? Das erklär mir jetzt mal, hä? Huh?
Für die Produktion! Wow! What the fuck? Kamen da gerade 3 Schüsse an mir an? Der Schuss hat über das sein müssen. Ah, oh, fuck, ey. Und ich renn schon wieder. Ah, natürlich sind die wieder despawned. Toll, 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 toll. Wo kommen die jetzt alle her? So, bitte die Spielmechanik austrickst, indem dass ich alles mit Rauchbomben vollgespammt habe. Und hier dürfte noch ein Schütze sein, was man sieht. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären, dass da noch irgendwer ist. Oder er. Die beiden schauen einfach nur zu. Aber die erledige ich jetzt auch sicherheitshalber. Mal ganz kurz schauen, ob irgendjemand von denen ein Medizin wieder für mich hat. Weil ihr habt gesehen, das war sehr medizinraubend, das Ganze. Oh, okay. Keine mehr. Verdammt. Also ihn habe ich schon, okay. Das... Nee, nee, bitte nicht, bitte nicht. Oh, die Leichen fangen an zu despawnen. Okay, riskieren wir es einfach. Es hilft ja nichts. YOLO! Wartet. Da draußen ist ein Laden. Wir merken uns die Stelle, wo wir raufgekommen sind. Ja, das nutze ich aus. Wenn mir das Missionsziel das zulässt, dann nutze ich das aus. Ich rüste mich ganz kurz aus beim Händler und wir sehen uns dann gleich wieder. Na komm her. Ja.